Gruselige Märchenstunde in einer Welt voller Monster, einer Menge guter Rätsel und tolles Charakterdesign. So würde es wohl klingen, wenn man mich nach Creepy Tales from Other Place fragt. Ich habe das Ganze für euch gespielt und auf Herz und Nierchen getestet und eins kann ich euch sagen, es hat eine Menge Spaß gemacht, aber auch einiges an Köpfchen gebraucht. Creepy Tale entführt uns in die unheimliche Welt der Quarks. Als Martin, ein Junge, der die Abenteuer lieber meidet und lieber angeln geht, starten wir unsere anfangs sehr friedlich wirkende Reise. Nun, der Frieden in seiner kleinen Welt hält nicht sehr lange an, denn Martin wird von einer kleinen Kreatur dazu aufgefordert, ihm zu folgen. Und damit beginnt unser kleiner Trip in die unheimliche und grauenvolle Welt der kleinen Kreatur. Anfänglich ist nicht ganz klar, wieso Martin hier gelandet ist. Und eins steht fest, er will wieder zurück in seine eigene Welt. Im Laufe der Zeit finden wir unseren kleinen pelzigen Freund wieder und nach anfänglichen Kommunikationsproblemen zeigt der Martin, wieso er schließlich in dieser Welt gelandet ist. Wie soll es anders sein? Wir sind schließlich in einem Märchen. Es gilt, die Prinzessin aus den Fängen der Quarks zu retten. Fiese, abscheuliche Wesen, die sehr gefährlich sein können. Und eins steht fest, diese Aufgabe wird kein leichtes Unterfangen für Martin. Da dies wahrscheinlich der einzige Weg ist aus dieser Welt, fasst er sich ein Herz und begibt sich auf eine gefährliche Reise. Creepy Tales from Other Place entführt uns gerade durch seine handgezeichnete Grafik in eine unheimliche, aber auch gleichzeitig detailreiche Umgebung, die mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, dass hier jeder Schritt mein letzter sein könnte. Die Character Designs tragen ihren Teil zum Charme gut bei und sind aus verschiedenen Fabeln und Geschichten inspiriert, die für diese unheilvolle Welt einfach maßgebend sind. Nun, die Art von Grafikstil ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ich kann euch eins versichern, dass diese viel zum Gefühl während des Spiels beiträgt. Aber nicht nur grafisch punktet Creepy Tale, sondern auch in Sachen Sounddesign, denn die Musik unterstützt in vielen Passagen das Gefühl der Gefahr und die ruhigeren Momente werden durch eine Art märchenhafte Melodie unterstützt, was dem Märchenstil noch einmal mehr Charme verleiht. Auch das Voice-Over der einzelnen Charaktere ist hier wirklich sehr gut gesprochen und angenehm anzuhören. My sweet Nelly. Once you've grown up a little more, you'll be able to keep an eye on your brothers. Spielerisch ist Creepy Tale ein klassischer 2D-Side-Scroller mit einer guten Fülle an Rätseln, die von schnell verstanden bis hin zu wie soll das gehen reichen. Man muss ja also schon eine Menge knobeln, um das ein oder andere Rätsel zu verstehen. Wobei dies für die Reihe recht bekannt ist. Hinweise bekommt ihr hier zwar vorgelegt, aber ich hatte meine Probleme, diese zu verstehen. Das kann bei euch natürlich anders sein. Gegenstände finden gestaltet sich meistens recht einfach, da sie durch Icons gekennzeichnet sind. Ihr habt auch ein kleines Inventar, in dem ihr eure gesammelten Gegenstände wiederfindet und an den passenden Stellen einsetzen könnt, was super einfach und schlau gelöst ist. Interaktionspunkte sind gekennzeichnet und lassen sich meistens recht schnell finden. Kleinere Aufgaben wie Skillchecks gestalten das Ganze nochmal etwas abwechslungsreicher. Ein bisschen Schleichen darf natürlich auch nicht fehlen. Creepy Tale nimmt euch also nicht an die Hand und zeigt euch, wie ihr die Rätsel zu lösen habt. Hier müsst ihr dann schon selber suchen und die Hinweise verstehen. Gerade das Selbstrausfinden hat mir wirklich sehr gefallen und man hat nach einem gelösten Rätsel diesen endlich geschafft Effekt, der wirklich befriedigend ist. Im Laufe des Spiels bekommen wir einen Ring, der uns bei dem ein oder anderen Rätsel hilft und ein Teil der Geschichte in Creepy Tales from Other Place ist. Man kann sagen, dass er ein Schlüsselitem ist und er hat eine wirklich coole Funktion. Für wen ist Creepy Tale nun geeignet? Ich würde klar sagen, Creepy Tales from Other Place ist gerade für Indie-Enthusiasten und Rätselliebhaber gut geeignet. Aber man bedient ja auch gut Märchenliebhaber, die diese in ihrer düsteren und klassischen Form gern einmal erleben möchten. Klar ist, dass man sich hier mit dem Grafikstil etwas anfreunden muss, wenn man diesen nicht so sehr mag. Aber gerade dieser ist in seiner Art einzigartig. Ich persönlich fand Creepy Tales from Other Place eine tolle Erfahrung und hatte wirklich viel Spaß mit dem Spiel. Auch wenn das ein oder andere Rätsel dann doch mal mehr von mir abverlangt hat. Mit einer Spielzeit von ca. 2-3 Stunden, je nachdem wie gut ihr durch die Rätsel kommt, ist das Ganze ein etwas kürzeres Abenteuer in die Welt der Quarks, was das Ganze aber keinesfalls schlechter macht. Creepy Tales from Other Place erzählt seine Geschichte auch mit weniger Dialogen als Teil 2 und 3 und knüpft somit wieder mehr an dem ersten Teil der Reihe an, was dem Ganzen nochmal mehr Dramatik verpasst. Wenn ihr also Spiele mögt mit einer einzigartigen Grafik, coolen, aber gruseligen Monstern, einer tollen Umgebung, guten Sounddesign und einer Menge Rätsel, die nicht einfach zu lösen sind, dann ist Creepy Tales from Other Place genau das Richtige für dich. Als Indie-Liebhaber ist das Spiel ein Must-Have in jeder Spielesammlung. Creepy Tales from Other Place ist auf PC, PlayStation 4 und 5, Xbox und der Nintendo Switch erhältlich und kostet euch aktuell 9,99 €.